So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Cat Quest. Wir machen Quest Nummer 2, der sprechende Baum. Ein Busch kann nicht gerade viel tun. Ich brauche weitere Hilfe. Super, wir haben einen sprechenden Busch und Baum. Kannst du einen sprechenden Busch wirklich das Fliegen beibringen? Miau. So, ich hoffe doch. Sonst machen wir umsonst Quests. Weißt du, es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass wir mit einem Busch sprechen. Und ich spreche mit der Katze. Wer hätte das gedacht? Ich brauche euch Katze, um diesen Edelstein aufzuladen, den ihr mir gegeben habt. Das ist der letzte Schritt. Miau, und wo können wir das machen? Ich spüre eine große Macht, die von diesem riesigen Baum in der Windmiaulenstadt herrührt. Und da du nur ein Busch bist, brauchst du unsere Hilfe, nicht wahr? Ja, Mann, ich kann mich nicht bewegen. Wir kümmern uns drum. Gut, magischer Baum mit Gesicht. Du kannst uns bestimmt helfen. Ja, warum sind so viele Katzen hier? Du musst hier neu sein. Wir beten den alten roten Stamm hier an. Funktioniert das wirklich? Es ist ein uralter Baum. Es muss einfach irgendwas geschehen. Es auszuprobieren wird schon nicht schaden. Okay. Heil alter Windmühlenbaum. Ich weiß gar nicht, was wir sagen sollen. Das passiert nicht. Vielleicht müssen wir was sagen. Ohnmächtiger großer Kratzbaum. Ich meine Baum. Gib uns etwas von deiner Kraft, um diesen Edelstein zu aktivieren. Okay. Helge Fellkralle, es passiert tatsächlich was. Oh Götterkatze, wo sind wir? Das ist bestimmt eine Prüfung vom magischen Baum. Wir brauchen ihr Fliegen. Das ist die einzige Magie, die uns fehlt. Hä? Ich habe die mächtige Magie des Baums angezapft und etwas davon angefangen. Wir können das Wissen über das Fliegen von ihm extrahieren. Das ist bestimmt einer der Busch ist da bestimmt auch dabei. Sag den Zauberspruch, extrahier es jetzt. Der Busch war bestimmt ein Mensch. Okay, jetzt. Es hat funktioniert, doch es ist in einem anderen Edelstein kristallisiert. Wir können mir... Nein, kommt nicht näher. Hä? Zu dir? Wie kannst du es wagen? Es wird dich zerstören. Der eine hat sich gegen die anderen gewandt. Nein, hilf mir! Du wirst diesen Edelstein nie zurückbekommen. Ich lasse euch mit mir untergehen. Ja, der eine hat die anderen beiden hintergangen. Ohne Flugfähigkeit bleibt ihr hier gefangen. Okay. Versucht der alte rote Stamm uns gerade was zu zeigen? Ja, Fliegen führt einen nur in den Tod. Das war die Icarus-Geschichte für Arme. Ja, warte, schau dir den Edelstein an. Er wurde aufgeladen. Cool. Yeah, vielleicht kann der sprechende Busch ihn ja nun verwenden. Lass uns zurückspringen. Wer bist du? Auch wieder einer der Menschen. Genau, er klaut einen Edelstein, habe ich schon erwartet. Eigentlich dachte ich, dass er ihn beim Berg schon klaut. Zum Fellknäuel, was? Ihm nach! Okay, wir folgen der roten Spur. Verdammt, der kann auch fliegen. Oder teleportieren. Ich muss einmal noch ganz hoch. So. Was könnt ihr denn? Okay. Was? Das sind zwei! What? Ha! Oh Gott. Ja, wo ist der Edelstein? Alter, das war Damage. Zum Glück habe ich eine gute Nachricht. Also, es ist mir gelungen, zwei weitere Spuren zu finden. Wähle den Pfad in für den richtigen Hals. Den linken. Den rechten? Den linken. Hey, wir haben, glaube ich, echt keine Monumente mehr zum Anschauen. Da oben bei der gefrorenen Tatze ist nichts. Wir ruhen uns kurz hier aus. Ne, es gibt, glaube ich, echt kein Dings mehr. Cool. Nein, wir wurden reingelegt. Das war nur eine weitere Illusion. Sieht aus, als ob die Schurkenmagier sich mit dem Edelstein aus dem Staub gemacht hätten. Shit. Lass uns zurückgehen, wenn wir müssen den nächsten Zug planen. Okay. Ich will mal gucken. Gibt's hier noch eine Quest? Nee. Gibt's da oben links eine Quest? Mounds Höhle. Ja, in Winterrand gäb's eine Quest. Und... Moment.
Level 90. Oh shit, Mann. High-Level-Gebiet. Was ist da oben? Ist das der Schatz eventuell? Hä? Geheime Höhle. Level 0. Oh, scheiße, waren heftige Stacheln. Okay, hier kriegen wir schäbige Sachen. Ja, lol, ihr seid lustig. Ah, die spawnen immer. Yo! Okay, ja, da hat's eh null Geld. Puh. Warum kommt meine Rüstung nicht zurück? Warum kommt meine Rüstung nicht zurück? Die Höhle ist richtig strange. Eine springende Mimik. Hör! Okay, die gab tatsächlich Gold. Dann geht's noch weiter. Zwei Linien? Was ist das für eine Höhle? Nochmal ein schäbiger. Ach du Scheiße. Hä? Und am Ende sind ein, zwei große Truhen. Eine kleine mit einem X. Mehrere ausge... Was? Ein X? Fünf Ausgänge? What the fuck? Okay, geilste Höhle ever. Das muss es mal gesagt sein. Okay, machen wir noch ein paar Sidequests. Ich bin jetzt zu voll zurückzulaufen. Und hier in Winterrand gab es ja noch Quests. Die fehlenden Seiten. Zahle enorme Mengen an Gold für sachdienliche Informationen über die Drachenblüter Clara Loft. Warte mal kurz, bist du nicht das Drachenblut, von dem alle gerade rumstehen? Ich bin Clara Loft, eine Archäologin. Kara Loft? Lara Croft? Nein. Du musst mir helfen, den Drachenblutschatz zu finden. Okay. Drachenblutschatz? Hä, was, wo? Du kannst ihn allein krallen. Ich bin nur an seiner Geschichte interessiert. Besonders eine bestimmte Drachenblutabstammung interessiert mich. Ich interessiere mich für ein altes Buch. Dem ersten Drachenblüter, deinem Vorfahren. Es wird uns zum Schatz führen, doch es fehlen einige Reihe von Seiten. Wenn das Buch alt ist, hat es wahrscheinlich einen starken Geruch, Mann. Oh, ja, alter Büchergeruch. Lern uns das Buch und wir werden diese Seite finden. Stimmt, das ist ja auch keine Katze, die das erschnuppern kann und so. Das ist nicht in der Meerhöhle. Was, hier? Da liegt eine Seite auf dem Boden. Cool. Da du da da di da 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 di da 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 da. Das macht überhaupt keinen Sinn, Mann. Okay, gehen wir weiter. Also für mich war da du da 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 di da da du da du da sinnvoll. Naja, hier werden bestimmt mehr Seiten sein. Es ist in der Fledermaushöhle. Nein, das ist die löchrige Höhle. Wir können nicht suchen, wenn diese Monster herum sind, Mann. Ah, wir können auch nicht reingehen, wenn diese Monster da drumrum sind. So. Okay. Da muss ich niesen oder nicht? Das ist so. Ich muss niesen. Okay. Ah, okay, löchrig. Das, mehrere Ausgänge. Das sind die Löcher aus dem Himmel, die da irgendwie Licht spenden und so.
Au! Ja, so kalt. Ach ja, so viele Ausgänge. Eigentlich ganz schön. So, brenn mal, du Fettsack. Oh. Hatten wir den schon mal? Ah, Ninja-Schleier. Weil es halt echt blöd, dass die genauso negative Werte geben wie positive. Das lohnt sich überhaupt. Das lohnt überhaupt nicht, die auszurüsten. Ich würde es eher verstehen, wenn es doppelt so viel positive gibt und. Also wenn es jetzt heißt, minus 10 Leben und dafür 10 Angriff, dass es stattdessen 20 Angriff gibt. Dann kann man sich überlegen, das auszurüsten. Aber so. Irgendwie nicht. So, wir drei Seiten. Sie machen alle keinen Sinn, Mann. Vielleicht weiß Kara etwas. Ich will hier raus. Na, da gab es noch eine Truhe. Verdammt. Ah, verdammt. Kara, hilf uns. Sieht aus, als ob du auch nicht weißt, was das bedeuten soll. Ja, Groll, ich versuche es herauszufinden. Danke dafür, Mann. Wir machen richtig Fortschritte. Tschüss. Oh, dankeschön. Was sagt denn die Ausrüstung? Komm, 28 und 29. Ja. Die drei Sachen sind voll dämlich. 21, 22. Und von den. Der war echt cool. Der war richtig cool. Wäre der noch stärker. Nee, passt. Gut, die geschützten Seiten. Ihr seid zurück. Genau dann, wenn ich euch brauche. Also 3 Sekunden später. Ich habe herausgefunden, was wir brauchen, um die Seiten zu entziffern. Wir brauchen den Drachenblut-Kodex. Es ist jetzt vermutlich unmöglich, ihren Kodex zu finden. Darum musst du mit zum Grabräuber gehen. Komm, denk an den Schatz. Oh, super, Grabräuber. Ich hoffe, der Schatz ist den ganzen Aufwand wert. Los, es sind ein paar Gruften in der Nähe. Fangen wir mit denen an. Ah, bist du sicher, dass diese Höhle ist, die du plündern? Level 55. Ja, mir ist eigentlich relativ egal, aber 55 ist doch ein bisschen heftig. Was gäbe es denn noch im Repertoire? Theta Level 40. Und Iota Level 45. Machen wir die Level 40er. Wow, kannst du das fühlen? Es kam von draußen. Lass uns wieder hochgehen. Nein, jetzt sind wir schon bei der Ruine. Au. Hu. Feuer in der Höhle. Fire in me. Oh ja, Mann. Richtig geil, Cash. Komm mal her, ihr Wollfeld. Knuffelmäuse. Au. So, zack. Oh ja, Erfahrungspunkte. Mm. Oh, beautiful. Und tatsächlich nur eine Truhe. Und zwar eine, die wir öffnen können. Alter, diese Stacheln, ich hasse sie. Können wir auch, aber mache ich nicht. So, zeig mal her. Yeah, der Ninja-Klinge. Na, fuck. Ninja-Klinge. Hui. So, hoch da. Dort drüben, das sieht verdächtig aus. Oh, ich dachte gerade, die drei Fledermäuse um den Brombusch. Ups. Hä? So eine scheiß Shiitake-Pilz. Warte, ist das nicht der Kodex, nach dem wir suchen? Schnell, greifen wir uns. Oh mein Gott. Das ist ein uralter Wächter. Eigentlich müssen wir den gar nicht besiegen. Egal, Bonus-Erfahrungspunkte. Also tatsächlich war nicht der Auftrag, alle Monster zu töten. Yeah!
Hey, wir haben den Kodex. Da versucht etwas uns dabei zu helfen, den Schatz zu finden. Doch es scheint uns auch irgendwie auf die Probe zu stellen. Kara? Hast du damit etwas zu tun? Du hast ihn tatsächlich bekommen? Ehrlich gesagt hätte ich das nicht gedacht. Miau. Schatz, wir sind auf dem Weg zu dir. Ich rufe euch wieder, sobald die Worte vollständig entziffert sind. Hier eure Belohnung. Bitteschön. Oh. War das nicht die, die wir sogar gerade tragen? Alter, richtig geil. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.